Die Tipps, der Kopf, die Pfeife, vor allem der Schlauch und dann noch diese Lochung hinterher. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Der perfekte Shisha-Kopfbau, Reaction auf das Video von Nexus One TV. Wurde mir übrigens auch von einem Zuschauer empfohlen, hat er mir auf Insta geschrieben, ey, guck dir das doch mal an, das wäre doch vielleicht was und ja, here we are. Ich habe wie gesagt schon mal kurz durchgeskippt. Leute, fasten your seatbelt, das wird auf jeden Fall, das wird ein Cringe-Fest, ohne Scheiß. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal in einer anderen Umgebung, nicht bei mir zu Hause, sondern bei einem Kollegen auf dem Balkon. Und auf jeden Fall, heute zeige ich euch, wie man den perfekten Shisha-Kopf nach Zenex 98 macht. So, dann fangen wir an, Freunde. Auf jeden Fall. Ohne Scheiß, irgendwann wird es auch mal einen 24-Stunden-Stream geben. Ich sehe es schon kommen. Wir hatten ja den 10-Stunden-Stream. Das war ja schon absolut krass. Aber 24-Stunden-Stream wäre auf jeden Fall noch mal eine Stufe härter. Irgendwann wird es kommen, Leute. Ich muss mir noch was Krasses überlegen. Ich weiß nicht. Vielleicht bei den 50.000 Abos oder bei 500 Mitgliedern. Es muss auf jeden Fall irgendwas richtig Krasses sein, das rechtfertigt, dass wir 24 Stunden lang streamen. Aber es wird kommen. Es wird kommen. Hier haben wir den Tabak von 187. Keiner wollte mich sponsern, außer 187. Ne, wenn ihr das seht, dann könnt ihr mich ruhig sponsern hier mit Tabak und so. Machen die Und auf bestimmt. jeden Fall, also ich bin jetzt nicht so der Fan von dem 187 Tabak, aber der Geruch ist schon krass. Und er sieht schon gut aus. Ich muss sagen, der Quelle definitiv einer der besseren 187 Tabaksorten. Also es gibt ein paar von 187, die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut. Es gibt viele, die sind okay, so kann man machen, kann man mal rauchen, keine Frage. Es gibt aber auch einige, die sind so, ne, so, na, ist okay, ist okay. Aber nichts Krasses. Kein Fan, aber sollen sponsoren. Ja, das hätte ich vielleicht auch nicht direkt danach gesagt, wenn ich nach einem Sponsoring battle. Und auf jeden Fall, hier haben wir einen Tonkopf. Auch richtig schön Ist sauber jetzt gemacht. nicht einer der besten hier von. Ne? Richtig. Richtig, richtig schön sauber gemacht, das Teil so. Wenn ich zu dem Kumpel kommen würde und er würde sagen, ey Diggi, kannst du einen Kopf bauen und hält mir dann das Ding hin, ey, da wird es erstmal eine Respektschelle geben. Also, Leute, ich hoffe, dass bei keinem von euch der Kopf so aussieht. Vorm Rauchen. Nach dem Rauchen, wenn ihr gerade den Tabak rausgeschnickt habt und dann noch sauber macht, okay. Aber Leute, wenn der Kopf so aussieht, vorm Rauchen, Alter. Ja, Siro schreibt's auch. Richtig Schmutz. Aber sowas von. Amy oder so, aber auf jeden Fall, Hat 5 € gekostet nur. der reicht und hier ist die Shisha natürlich. Muss ich da überhaupt noch was sagen? Also, wenn die Shisha sauber wäre. Ich gehe eher davon aus, dass die Shisha so dasselbe Level an Hygiene genossen hat wie dieser Kopf. Aber selbst wenn die Shisha sauber wäre, wäre es okay, bis da noch dieser Schlauch dran kommt. Aber Leute, diese Schläuche, das Einzige, was ihr mit so einem Schlauch macht, wenn ihr den aus der Packung genommen habt, ja, sagen wir, ihr kauft euch eine Pfeife und aus unerfindlichen Gründen liegt da so ein Schlauch mit drinne. Dann ist das Einzige, was ihr mit diesem Schlauch macht, ihn nehmen und sofort in euren Müll packen. Sofort. Mir ist jetzt halt ein bisschen dreckig, ne? Man kennt's, ne? Weil man Shisha raucht, da ist ein bisschen Kohle drauf. Nein, nein, man kennt's nicht, Digga. Man kennt's nicht. Man macht seine Pfeife einfach sauber. Oder zumindest bevor man sie am nächsten Tag wieder raucht oder so. Oh. Und auf jeden Fall machen wir, nur leider hat die Regie leider die Die Regie. Folie vergessen, mir zu geben. Und
Ja. Ne? Ihr habt vergessen mal wieder, ne? Einmal mit Profis arbeiten und direkt verschissen, Freunde. Aber auf jeden Fall nicht zu lange schnacken. Wir fangen jetzt an. So, auf jeden Fall immer, immer mit einer Zange anfassen. Immer, immer mit einer Zange anfassen? Bruh. Leute, immer mit einer Zange anfassen? Warum? Was soll der Sinn dahinter sein? Du willst doch gerade bei einem Meerlochkopf, wo deine Löcher unten liegen und du den Tabak oben drüber packst, willst du doch, dass dein Tabak möglichst fluffig da drinnen liegt, sodass du einen schönen Durchzug hast, ja, sodass die heiße Luft schön an den Tabakblättern vorbeikommt, du einen geilen Durchzug hast, ich wiederhole mich, aber das sind so die zwei Punkte, ja. Und wenn du jetzt eine Zange nimmst, so, es ist okay, mit einer Zange zu bauen. Man kann auch mit einer Zange gut bauen, aber nicht so, wie er das gerade macht. Ihr wollt nicht euren Tabak so, ne, stellt euch vor, euer Tabak liegt da locker drin, das sind jetzt einzelne Tabakflöckchen, und dann nimmst du mit der Zange den Tabak so. Und dann hast du einen Matscheklumpen an Tabak. Und dann packst du da mehrere Matscheklumpen rein. Und dann hast du keinen Durchzug mehr, dann kommt die heiße Luft nicht an den Tabak, dann kann die Molasse nicht verdampfen, hast du nicht so einen guten Rauch, hast du nicht so einen guten Durchzug, hast du nicht so einen guten Geschmack. Ist einfach so. Vorher muss er den Kopf doch erstmal in Tabak dippen. Ja, genau, haben wir ja gelernt. Haben wir ja gelernt. Und dann ruft man mit dem Schlappen den Abbas an. So läuft das. Weil der ist so nass und so klebrig, dass das klebt an eure Finger. Das ist ekelhaft. Digi, dann nimm eine Gabel. Nimm noch eine Gabel, eine Kopfbaugabel, einen Kopfbaustecher, irgendwas. Oder was du machen kannst, wenn du unbedingt mit einer Gabel bauen willst. Ja? Sagen wir, du rauchst gerade, du baust gerade deinen Kopf und du nimmst jetzt eine Zange. Zange ist das Wort. Du nimmst jetzt eine Zange. Dann mach die Zange zusammen, drück sie zusammen, locker den Tabak in der Dose auf und schnick mit der zusammengepinschten Zange einfach locker den Tabak rein. Dann ist das gar kein Problem. Solange du nicht dieselbe Zange für Kohle und für Tabak nimmst, weil dann hast du am Ende noch Kohle vorne dran und packst das in den Tabak. Das ist nicht nice. Das muss einfach nicht sein. Aber es tut einfach so weh. Es tut einfach so weh, weißt du, dann stellt er sich da hin und sagt, so, jetzt machen wir den perfekten Kopfbau. So, Digga, da ist nichts perfekt dran. Du nimmst einen Billigtonkopf, okay, kriegt man hin, gutes Setup, dann passt auch so ein Billigtonkopf, irgendwie schafft man das. Tabak ist okay, aber Digga, dann diese Pfeife und dieser Schlauch da dran und dann quetscht du deinen Tabak so zusammen und das ist einfach, da muss ich schon wieder, da will ich eigentlich schon wieder sagen, so Leute, das, ne, ciao, fertig. Aber es geht nur weiter. Ja, auf jeden Fall immer ein bisschen kleiner machen, weil die Stücke kleiner macht. Da drin, die sind schon groß. Und auf jeden Fall nie zu viel da rein tun, weil das Problem ist. Und den Loch in der Mitte freilassen. Nein, muss nicht. Doch. Und ein Loch in der Mitte da lassen. Nein, musst du nicht. Nein, musst du nicht. Mach ich immer, dadurch wird der Geschmack in dir. Weil das Problem ist, Freunde, ja, ihr seht schon, hier, der klebt an der Zange dran. Weil er schon so nass ist. Ja, alles, dann streich die Zange da ab. Man darf halt nicht zu viel da drauf tun. Ja, wie ihr seht, da, das geht schwer ab. Oh, der Junge ist so lost. Nicht zu fest drücken. Der Geschmack, Minze Lemon. Richtig, wie die Regie schon sagt. Dass die der Minze Lemon schmecken, das glaube ich denen sogar. Dass die alles schmecken, aber kein Traube Minze, das glaube ich denen. Also Leute, wenn euch das gefällt hier, ne? Sehr, sehr gerne ein Abo da lassen, Jungs. Ich will es nur noch mal gesagt haben. Ein bisschen besser, wenn die Regie jetzt mal die Alufolie holt. Und, Dann geh ich mal die Alufolie holen. Hier bist du schon, Digga. Und dann schalte ich mal wieder rüber. So, jetzt hat die Regie mir auch mal die Folie gebracht. Die Regie. Sehr nett. Von der. Auch gar nicht zusammengeknickt und vergewaltigt das Ding. Freunde, nein, das geht schon so. Ist egal. Aber auf jeden Fall, Freunde, so muss der Kopf natürlich aussehen. Also an sich so ist okay. Sieht okay aus. Ich weiß nicht, wie gematscht das Ganze jetzt ist, aber so hier könnte man noch ein kleines bisschen Tabak hinpacken, aber ansonsten sieht das eigentlich gar nicht so übel aus. Also es ist halt ein Tonkopf, ne? Locker, fluffig Tabak rein bis knapp unter den Rand und dann Kamin drauf und dann hat sich die Sache. Also so schwer ist es nicht.
Aber für das, was die Jungs bis jetzt so abgeliefert haben, sieht es tatsächlich gar nicht so schrecklich aus, würde ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich auch einen Ticken höher bauen oder so. Aber ne, es geht schlimmer. Es geht schlimmer. Wir haben es schon schlimmer gesehen. Merkt euch das. Und die Folie, die darf auch nicht zu groß sein. Das heißt, sie wird dann hier so drüber gestülpt. Nehmen die Einlage Haushaltsalu. Wie bei den Lümmeltüten. Einfach drüber, rein in die Olga. Zack, 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 zack. Er hat echt einen Kondom-Joke gebracht. Dann wird das hier schön glatt gezogen. Dass das dann so aussieht. Eine Lage Alu. Ich wollte gerade schon sagen, so wenn er jetzt noch Selbstzünder draufpackt, aber man sieht hier oben links, er hat Kokoskohle am Start. Er hat Kokoprikus da. Dass das dann so aussieht. Die Regie, die hat mal wieder was vergessen, aber ist gar kein Problem, denn dafür haben wir. Oh, bitte mach die vorher sauber. Ihr dürft halt nicht zu große Löcher. Die Löcher, die können halt nicht am Rand sein. Und ist auch nicht schlimm, wenn die Kohle dann vielleicht auf dem Tabakfleisch liegt. Dadurch kommt ein bisschen mehr Rauch. Verbrennt der Tabak zu schnell, aber wenn die Kohle da nicht leicht drauf reingedrückt wird, dann ist das schon optimal. So, Freunde. Oh. So. Also, ihr müsst die Kohle leicht reindrücken, sodass es ein bisschen Kontakt zum Tabak hat. Mit der Alu, ja, also ein schönes Kontakt-Setup, aber trotzdem nur drei Viertel voll machen den Kopf. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Hä? Würde mich sehr, sehr freuen. Und es Digga. Werden jetzt die Woche noch andere Videos kommen. Ihr könnt uns auch gerne... Digga, rauchen die den jetzt nicht mehr, oder was? Will der mir jetzt sagen, ich muss die hier 7 Minuten leiden und er macht diesen Kopf nicht mehr an in dem Video, oder was? Digga. Uff. Der Kaiserianer auch am Start. Bro, hab nur die Lochung gesehen und bin erst gekommen. Ich brauch den Videolink. Digga. Ich... Ah, scheiße. Krieg ich hier den normalen Link? Ja. Hier. Ich poste euch den mal in den Chat. Dann habt ihr auch mal den Videolink. Könnt ihr draufgehen, wenn ihr wollt. Könnt ihr lassen. Aber Jungs... Oh, also, ohne Scheiß. Es geht noch 36... Nee. 25, 26 Sekunden. Quick Math. 26 Sekunden und... Oh, Digga. Jetzt rauchen die den nicht mehr, oder was? Supporten. Ich verlinke auch auf jeden Fall von meinem Kollegen den YouTube-Kanal unter meinem Video. Und vergiss nicht, bei Fortnite den Code einzugeben, Gaming 2.0. Und demnächst hat euer Bra auch einen Supporter-Creator-Code. Nicht mehr lang, dann habe ich auch einen. Ich habe schon einen. Denn Support ist kein Mord. Kuss geht raus. Und? War krass, oder? Also ohne Scheiß. Die Tipps, der Kopf, die Pfeife, vor allem der Schlauch und dann noch diese Lochung hinterher. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel.